Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Dying Light. Oh Gott. Jade! Jade! Troy, ich bin's, Crane. Rais hat Jade und hält sie in irgendeinem Museum gefangen. Weißt du, wo das sein könnte? Was? Museum? Ja. Rais nutzt es als Hauptquartier. Crane, du kannst dort nicht hin. Du würdest in eine riesige Falle laufen. Nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Das ist ein netter, zärtlicher Hinweis, dass jetzt gleich richtig abgeht. So, was gibt's hier Feines? Kaffee. So, wir müssen in das Museum. Wir werden jetzt aber Richtung Safe Zone gehen und mal die Nacht überspringen hier, weil die Nacht ist jetzt nicht so der Burner. Boah, scheiße. Oh oh. Leute, es ist Nacht. Wir nehmen jetzt diese Fackeln hier. Seid's Fackeln. Beziehungsweise ich nehme die normalen Fackeln, weil die kann ich eh mehr oder weniger sonst nicht brauchen. Statt den Splittergranaten, wir rüsten die gleich aus. Auch aus. Jetzt komme ich durcheinander. Die Safe Zone ist. Wo ist die Safe Zone? In diese Richtung, okay. Es ist ja nicht weit, wir müssen nur hinkommen, ne? Aber dazu brauche ich den Wurfhaken, ne? Das ist das. Fackeln! Ich brauche eine Fackel. So. Wow, sicher. So, wir halten dummerweise nicht lang. So, Wurfhaken und abhauen. Safe Zone, ich komme. Wow. Es soll eine Safe Zone sein, aber irgendwie ist es keine. Das heißt schließen, ich will da rein. Kanalisation betreten. Und das soll eine Safe Zone sein? Okay, schauen wir mal, ob wir da unten die Nacht überbrücken können. Wenn es da was zum Schlafen gibt, ja, ansonsten nicht. Zero gibt das. Ja. Ja. No? Hier oder wo? Hä? Sag mal, Leute, das gibt's doch nicht. 9 Meter nach oben. Irgendwie bin ich hier falsch. Ja, das ist keine Safe Zone. Ich dachte nur, es ist eine. Ich bin ein bisschen verplant wieder in dieser Folge, habe ich so sofort, Gefühl. Auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ist nicht so gut, dass wir hier falsch laufen. Ich brauche einfach nur eine Safe Zone. So, Kanalisation? Nein. Es ist schon eine Safe Zone, aber nicht, wo ich die Nacht überbrücken kann. Das brauche ich. Dann gehen wir in die darüber. Das ist in die Oh, Scheiße, das ist am Arsch der Welt. Kommen wir da rüber? Jawohl. Okay, hier sind wir. Soweit haut es hin. Da drüben ist die Safe Zone. Das wird hinhauen. Wir können uns ein bisschen ruhig verhalten hier. Keinen Ärger machen. Dann schaffen wir das auch ganz gut und locker darüber. So, da drüben ist die Safe Zone. Das Gebäude von Rais ist das, dieses, was wir aufgeräumt haben. So, nice. So, und jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz. Der muss ja doch irgendwo. Oh, hi! Handeln! Okay. Guck mal, was du Schönes hast. Mehr Munition nehme ich auch, aber da habe ich eh genug. Medikits, kann man in letzter Zeit genug gebrauchen. So, wie sieht's aus? Was hast du für Waffen? Interessiert mich nur. Oh, die macht aber nicht so viel Damage. Das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe. Ja, muss sagen, es war... Was? 677 Damage, das sind ja meine Noals dagegen. Aber in Ordnung.
So, was kann man loswerden? Diesen Säbel hier. Denn wir haben bessere. Das Excalibur, so schön es ist, Leute. Wir verkaufen es. Es macht einfach nicht mehr so viel Schaden. Diesen Katana verkaufen wir auch. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Die normalen Fackeln verkaufen wir auch. Wir haben ja die Saiz-Fackeln, die sind besser. Wir verkaufen die Edelsteine. Da kriegen wir Kohle. Die Taschen. Da kriegen wir Kohle. Die Kosmetik. Den Kaffee brauchen wir auch nicht mehr. Alle Leute, warum machen wir nicht alle Wertsachen verkaufen? Das geht ein bisschen schneller. Honig? Okay. Nee, König. Oh, Honig. Was ist denn mit mir los? Gut. Das war's dann. Ich will eigentlich nur übernachten hier. Aber hier gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit, ich sehe es ja. Hier, na endlich. Hammer's, nice, nice. So, jetzt warten wir auf den Tag. Und dann geht's weiter, Leute. So, ist es jetzt Tag? Ach, schon später, das müsste jetzt Tag sein. Jo, ist Tag. Nice one. So Leute, wir machen gleich weiter beim Museum Hauptstory Deluxe. Wir haben keine Waffen ausgerüstet, merke ich gerade. Schauen wir ins Inventar. Wie sieht's denn da aus? Wir nehmen den Säbel hier. Was macht er? 436, jawohl Leute, jawohl. Und wir nehmen den Katana. Der macht 438. Also das rockt. Einmal das und einmal das. Der ist nicht so hübsch irgendwie. Der macht Gift. Der auch, ja, die sehen gleich aus. Gut, dann nehmen wir den Haken und los geht's Richtung Museum. Das ist da drüben. Ich muss. Gut, ich muss vor allem mal da rauf. So, dann gehen wir da rüber. Funktioniert super. Dieser Haken ist das beste Item überhaupt, Leute. Ich kann es euch nur empfehlen. So, warte ich kurz auf den Haken und dann gehen wir da rüber. Zack. Jawohl. So. Jetzt klauen wir hier so by the way. Eine Sprühdose haben wir. Rauf da! So macht es Fun hier. Oh, recht weit kann das Museum immer sein. Wir sind ja ein schönes Stück gegangen. Bis da vorne ist, glaube ich, das Rathaus. Und hier unten ist wieder Partytime. So, schauen wir kurz auf die Karte. Es ist nicht mehr weit, Leute. Wir müssen nur darüber. Dann nach oben. Also da unten geht es ja ordentlich ab hier. Was haben wir? Wir könnten die Böller wieder mal nehmen. Ich habe so irgendwie Bock auf Böller gerade, Leute. Die haben immer Spaß gemacht. Nehmen wir die Böller! Rüsten wir sie auch raus. So, zack. So, Wurfhaken und quer durch geht's hier. Schaut euch die ganzen Deppen hier an. Schaut sie euch an, die ganzen Deppen hier. So, rauf. Und tschüss, Zombies. Aha, schön verarscht, Thomas. Schön verarscht. Wo will der hin? Gib Ruhe. Jawohl. So, wir gehen Richtung Museum. Das könnte das da sein. Man muss ja auch wieder runter irgendwie. Ah, da ist ein Misthaufen, glaube ich, oder? Jo. Hi hopp! Hier ist irgendwo dieser Typ mit der Musik da. Da kommen wir super hoch durch. Oh shit, das sind da ein bisschen viele. So. Sehen wir es uns an, wie es Bumse macht. Und ein Explodierer auch noch. Ah, boom. Aber so zerrissen, Leute. Alter, das ist ein Zombie-Geschnetzel. Jetzt müssen wir aber trotzdem weg hier. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Hallo. Und weil es so lustig war, guck mal zu.
Ist den zuerst da? Boom! Für den Scheiß kriegen wir sogar eine neue Fähigkeitsstufe. Knife. Nice, nice, knife, sage ich. Gut, dann nehmen wir das da. Brauche ich zwar nicht wirklich, aber why not? Ne? Hallo! So, ich will, weil ich gerade hier bin bei der Musik. Wo ist die Musik, Leute? Wisst ihr das noch? Das muss irgendwo da gewesen sein. Ich wollte euch da was zeigen. Das ist links von mir. Oben oder was? Irgendwo hier ist es. Gehen wir mal rauf. Ich wollte euch da was zeigen. Bei der Musik. Ich glaube, das ist hier. Lebt er noch? Jo. Jetzt nicht mehr. Okay, Ruhe, Zombie. Ich möchte nur vorbei. Hier ist die Musik, eindeutig. Ist unter uns wahrscheinlich. Naja, Leute, ich wollte euch was zeigen, aber das Problem ist, ich muss da zum Eingang. Und ich find's nicht. So. Hier? Ja, hier, glaube ich, oder? Ist da rein? Nö. Das war doch da, oder ne? Da oben ist es nicht. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ist da drüben vielleicht? Ne, hier ist auch nicht. Ja, wo ist denn das? Hier? Ja, ich glaube, es war sogar hier. Aber da ist es nicht. Da gibt es einen Teddybär, das ist ein Easter Egg. Und ich dachte mir, wenn ich hier bin, dann zeige ich es euch. Auf jeden Fall, wo die Musik ist, ist ein Easter Egg. Merken, Leute. Oh. Frage ist jetzt nur, wo? Auch rüber. Gut, gehen wir zu unserem Auftrag. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Lauf da. Oh, ich glaube, ich hab's. Hallo, Leute. Hier sollen wir hin. Da können wir auch handeln. Was wir auch tun werden. Irgendwas Nützliches gibt's immer. Gut, Klinge können wir auch nehmen. Medikits auf jeden Fall, Munition habe ich, Alkohol auf jeden Fall, Küchenkram, jawohl, da sind wir dabei. So, verkaufen irgendwas hier, die lähmenden Granaten, die finde ich jetzt nicht so toll. Splittergranaten sind in Ordnung, lähmende muss ich jetzt nicht haben, Zigaretten können weg und das war's, fertig gehandelt. So, alles klar mit euch? Gut. Haben wir hier das Licht eingeschaltet, das machen wir mal aus. Will irgendwer was? Nö. Dann gehen wir rein hier. Ich glaube, hier ist. Wo ist unser Ziel? Ich glaube, hier. Tarek? Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Ja, ich will dir keine nur helfen. Panik. Troy schickt mich. Troy? Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Reis kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich es versuchen. Alles klar. So, was ist mit dem da? Kann man den Kleinen mitnehmen, oder wie sieht's aus, ne? So, schauen wir mal. Hier haben wir ja einiges gebunkert. Eispickel. Wir können das gegen einen Säbel austauschen, damit, hoppala, damit wir nicht immer dieselben Waffen mithaben. Ja. So, Hyänenaufputschmittel, da geben wir ein bisschen was rüber, weil wir haben hier nämlich zu viel. Gehen wir mal, was weiß ich, 55 rüber, das reicht. Wir machen wieder mal einen Cut.
Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.